Christina Schröder wieder einmal zu Besuch in ihrer alten Heimat. Denn die Ministerin ist gebürtige Wiesbadenerin. Die 35-Jährige informierte sich in der Landeshauptstadt direkt vor Ort über das Thema Altenpflege, welches in Deutschland immer brisanter wird. Qualifizierte Fachkräfte sind rar und werden in Zukunft noch stärker nachgefragt werden. Umso wichtiger ist es, den Nachschub an jungen und motivierten Nachwuchskräften zu sichern. Und deswegen brauchen wir gute, motivierte Leute, die sich liebevoll und zuverlässig um die Menschen kümmern. Und deshalb habe ich einen Ausbildungspakt Pflege auf Bundesebene initiiert. Und da geht es darum, jedes Jahr 10% mehr junge, aber auch mitten im Leben stehende Menschen zu gewinnen, die sich für den Beruf des Altenpflegers entscheiden. Doch neben der Motivation, die ein Altenpfleger in seinem Beruf erfährt, spielt natürlich auch die Bezahlung eine entscheidende Rolle. Gerade bei einem solch anspruchsvollen Job sollte eine angemessene Entlohnung garantiert sein. Umstritten ist dies allemal. Wir sind der Meinung, dass dieser Beruf angemessen bezahlt wird, was immer angemessen ist. Das muss man ganz deutlich so sagen. Es ist eine schwere Arbeit und ob das in dem Sinne gewürdigt wird über die Bezahlung, das ist sicherlich nicht so. Aber wenn Sie es in Verhältnis setzen mit anderen Bezahlungen, eine Friseuse nach einer dreijährigen Ausbildung bekommt wesentlich weniger. Insofern glaube ich, ist die Bezahlung durchaus auch akzeptabel. Damit hänge ich mich sehr weit aus dem Fenster, weil andere was anderes sagen. Ja, und das zeigt sich leider auch zunehmend in der Praxis. Gerade bei Demenzkranken ist es wichtig, sich im großen Umfang um die Menschen bei der Pflege zu kümmern. Doch dafür bleibt oft keine Zeit. Ja, die Bedingungen sind teilweise schon, ja, man muss einfach so ein bisschen gucken, wie man sich organisiert. Man kann nicht immer zeitmäßig so gerecht werden, wie man das gerne möchte. Aber ich hoffe, dass es einfach auch da im Zuge der politischen Veränderung Möglichkeiten gibt, wieder mehr Mitarbeiter einstellen zu können, damit wir einfach da auch ein bisschen besser aufgestellt sind. Es bleibt noch viel zu tun im Bereich der Pflege für die Zukunft. Bei zurzeit etwa 2,3 Millionen Pflegebedürftigen in Deutschland keine leichte Aufgabe. Hier ist jetzt auch die Politik gefragt.